Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, wir haben ganz viel Zeug bekommen. Oh Gott, ich will gar nicht wissen. Ist das jetzt eigentlich... Ich muss mal gucken, wo das alles gelandet ist. Ich habe nämlich diese ganzen, was wir da am Ende der Folge gesehen haben, im Briefkasten habe ich aufgemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht... Ah, okay, wir haben das jetzt hier einfach alles drin. Ui, ja, ich sehe schon. Mhm. Huch, Mixtape, Mickey Mouse, was denn? Oh Gott. Aber an sich, ja, wir können uns jetzt tatsächlich ordentlich einen Boden machen. Das finde ich ganz schön. Vielleicht so hier. Obwohl wir natürlich in Disneyland, wollte ich gerade schon sagen. Ja, wir sind in Disneyland. Hm. Oh. Aber eigentlich so finde ich es fast am schönsten, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin dafür. Warte mal. Nee. Ja, lassen wir so. Oh je, wie komme ich jetzt nochmal zurück? Ach, hier oben. Kann ich denn... Ah, die können wir wegmachen. Na, das ist ja super. Dann weg damit. Entfernen wir doch mal diese ganzen... Ja, der ist auch ehrlich gesagt ziemlich oll. Wir hauen mal alles weg. Wir wollen ja alle Teile vom Spiel sehen. Kann ich das... Ja. So, Fenster. Wer braucht schon Fenster? Weg damit. Cool, dass das geht, ehrlich gesagt. Dass wir so die alten Sachen... Oh nee, den möchte ich eigentlich behalten, ehrlich gesagt. Moment. Ich hoffe, wir kriegen noch richtige Fenster, sonst haben wir hier gar keine mehr. Die Kiste behalten wir natürlich auch. Und das hier finde ich auch recht niedlich, ehrlich gesagt. Okay, haben wir denn Bett? Ich glaube nicht. Nee, so viel haben wir halt auch nicht. Wir haben einen sehr gigantischen Vorleger. Ja gut, nehmen wir mal, wenn wir nichts anderes haben. Haben wir hier einen hübschen Couchtisch. Wartet. Kann ich den auch irgendwie drehen? Ja, da unten. Gegenstand drehen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das hier alles haben möchte, ehrlich gesagt. Der ist auch nicht richtig mittig hier, ne? Dann machen wir mal so. Der Stuhl hier ist ganz hübsch. Der auch. Komm, wir machen hier ein bisschen Mischmasch quasi. Warte mal, kann ich den auch näher ran? Nee. Was haben wir denn noch? Wir haben auch einen robusten... Kann ich den Garten stellen? Das wäre eigentlich ganz cool. Hier drin finde ich den eher komisch. Da haben wir noch eine hübsche Deckenlampe. So. Ja. Ja, kann man auch. Warte mal. Wir können es auch so machen. Dann haben wir hier so eine schmieke Sitzecke. Hier mit dem Lesesessel. Und dich, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das würde ich hier hinpacken. Gehört halt zum Spiel, ne? Wir gucken uns alles mal an. Ich weiß, manche wird das hier wenig interessieren. Aber ich möchte halt alles vom Spiel mal gesehen haben. Und ich mag sowas ja sehr, muss ich zugeben. Bin voll der Fan von so Gestaltungsmöglichkeiten. So, außerdem haben wir, glaube ich, auch Garderobenzeug bekommen. Was haben wir denn da Schönes? Oh, wir haben jetzt, warte mal, die haben wir an. Wir können auch die anziehen, aber ich finde die ehrlich gesagt hübscher. Hell mag ich lieber. Das sind die Schuhe, die wir anhaben. Wir können auch barfuß. Schwarzer Turban, cool. Schwarzes Kopftuch, schwarze Baseballkappe, finde ich eigentlich ganz cool. Ich liebe Basecaps halt einfach. Wir haben auch kurze Höschen. Aber da muss ich sagen, finde ich die eigentlich schöner. Den Rucksack behalten wir. Stimmt, das T-Shirt wollten wir mal... Ja. Hm. Sieht die Bluse doch fast besser aus, ne? Ja, damit kann ich mich... Oder vielleicht ohne? Na so. So geht's. Und das hier. Nee. Okay, nee, das ist ein bisschen sehr übertrieben. Oh, das hier auch ganz niedlich. Na, nee, auch zu... Too much. Okay. Ja, das haben wir alles gekriegt. Das ist der neue Stuff. Das ist, war einfach nur quasi so ein Willkommensgeschenk. Und wir haben hier auch so eine Traumscherben bekommen. Eine kristallisierte Form von Dreamlight-Magie. Fragt mich nicht, was wir damit machen. Ablegen, aufteilen. Ich habe keine Ahnung, was wir damit tun. Ich sehe nur gerade, wir sind schon... Oh, ja, sehr schön. Ich werde mal etwas lagern. Ich habe keine Ahnung. Packen einfach mal alles rüber, würde ich sagen. Wo wir jetzt denken, brauchen wir vielleicht nicht gleich. Die Karottensamen nehme ich mal mit. Vielleicht können wir die draußen wieder anbauen. Achso, und wartet mal. Vielleicht noch die Äpfel, die konnten wir ja an die kleinen Eichhörnchen verscherbeln. So, ist doch ganz hübsch, ne? Ja, ich finde das ganz niedlich. Sieht auf jeden Fall schon deutlich besser aus als vorher, wo wir angekommen sind. Ja, das war auch in der Post. Ich weiß nicht. Ich glaube, in der Ultimate Edition kriegt man irgendein anderes Haustier. Es gibt ja drei Versionen. Das hier ist die ganz normale Standardversion, die ich habe. Dann gibt es noch so eine Ultimate und noch irgendwas davor. Ja.
Bei mir ist es halt das komische Krokodil hier. Ein bisschen sehr bunt. Ist aber okay. Oh, nehmen wir mal Äpfel mit. So, und ich würde jetzt wirklich gerne mal, ja, unseren Aufgaben hier folgen. Da sollen wir nämlich hin. Machen wir das doch auch mal, nachdem wir 6 Stunden hier, 6 Minuten dekoriert haben. So, Merlin. Du bist hier. Schön, ja. Denn uns bleibt nicht viel Zeit. Aber falls es euch auffällt, ich habe mal am Sound noch mal ein bisschen rumgedreht. Ich hoffe, jetzt ist das Spiel nicht mehr so, wow, so extrem laut und man hört mich auch mal. Ja, Lenfir, das ist das Traumschloss. Es birgt viele Geheimnisse, Antworten. Verflixt und zugenäht. Ich kann mich einfach nicht erinnern, was drin ist. Ich wette, dass wir im Schloss, naja, vielleicht, ich sehe das gerade leider nicht, es steht mal gerade davor. Vielleicht finden wir dort den Schlüssel zur Rettung des Tals. Ganz genau, das Schloss ist voller Geheimnisse und Wunder. Wenn wir Dreamlight Valley wieder zu seinem alten Glanz verhelfen wollen, müssen wir ins Innere gelangen. Okay, dann, aber, ja, lass uns doch einfach reingehen. Die Nachtdornen sind aber ganz schön riesig. Ja, okay, das hier. Die Nachtdornen, die das Traumschloss umhüllen, sind anders als die, mit denen du bisher zu tun hattest. Sie sind stärker und benötigen mehr von deiner Magie, um sie zu besiegen. Folg mir, es gibt noch viel, was ich dir zeigen will. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Okay. Ja, also die können wir nicht wegmachen, schade. Oh, hier haben wir ein kleines Eichhörnchen. Na komm, wir nähern uns mal an. Hier, ein Apfel. Jetzt wird er uns wieder was schenken, nehme ich an. Oder auch nicht. Blödes Viech. Na gut. So, Merlin. Da bist du ja. Alles. Entschuldigung. Alles im Dreamlight Valley besteht aus, nun ja, Dreamlight. Es ist das Glitzern, das man über allem und jedem sieht. Sogar bei einem Zauberer wie mir. Doch das Dreamlight wurde immer seltener, je mehr sich das Vergessen über das Tal legte. Aber seit du da bist, ist der Zauber wieder da. Die Magie ist mit mir verbunden. Aber ich muss sie weise einsetzen, oder? Solange du diesen Wunsch in deinem Herzen trägst, brauchst du nichts zu fürchten. Die Dreamlight-Magie wird durch Taten der Freundschaft, Liebe und Fürsorge stärker. Einfache Taten, wie das Entfernen von Nachtdornen oder das Schließen einer Freundschaft mit mir. Wenn du in den Brunnen schaust, entdeckst du die verschiedenen Aufgaben, mit denen du mehr Dreamlight erschaffen kannst. Um das Potenzial des Dreamlight voll auszuschöpfen, musst du die herrschaftlichen Geräte sammeln, die während des Vergessens verloren gegangen sind. Ich habe sogar schon eine Gießkanne. Denk dran, manche Zauberer brauchen für ihre Magie magische Hilfsmittel. Du wirst diese Werkzeuge brauchen, um Dreamlight Valley zu retten. Miki ist seit dem Vergessen der Gärtner im Dorf. Vielleicht weiß er, wo die Gießkanne und die Schaufel zu finden sind. Mal sehen. Fischen. Ja. Goofy ist ein begeisterter Angler. Er weiß sicher, wo du die verlorene Angelroute finden kannst. Denn ab zu Goofy. Ich liebe angelnden Spielen. Allerdings habe ich nichts mehr von ihm gehört, seit die Steine unseren Weg zur Wiese im Süden versperrt haben. Nun, du musst ihn finden, also würde ich dort anfangen. Und jetzt lauf. Oha. Ja. Was? Dreamlight sei im Tal aktiv. Erhalte Dreamlight aus dem Dreamlight-Menü. Entferne die Nachtdornen vom Eingang des Schlosses. Na gut. Tschüss, Merlin. Was? Okay, der setzt dich da jetzt einfach hin. Na gut. Wir haben ja auch genug zu tun. Also wir sollen vor allem diese Dinger hier entfernen. Gut, dann tun wir das doch mal. Kostet uns halt auch Magie oder was auch immer, aber na gut. Das können wir nicht wegmachen. Ich finde das irgendwie gruselig, das Viech. Ich kann mir da nicht helfen. Normalerweise finde ich so kleine Haustierpets immer total niedlich, aber das ist komisch. Aber ich sehe es nicht ganz ein, nochmal 30, also quasi das Doppelte auszugeben. Also wirklich das Doppelte. Nur um dann ein anderes Tierchen und noch ein paar Sachen zu bekommen. Das ist mir irgendwie nicht wert. Und hier ist übrigens die Schaufel, sehe ich gerade. Moment. Da. Warum liegt die denn hier rum? Das war einfach. Genauso wie die Gießkanne. Okay. Grabe ein wenig tiefer. Die Schaufel. Grabe Löcher in den Boden und entferne Hindernisse mit X. Die Schaufel kann auch mit 3 aufgehoben. Okay. Achso, wir haben die Werkzeuge. Ah, das ist ja praktisch. Gut, das wusste ich nicht. Achso, da können wir wahrscheinlich schaufeln. Und was haben wir hier? Halt. Ich habe noch
keinen Plan, wofür wir die Münzen und diese anderen Dinger brauchen. Aber gut. Drei. Dann mal los. Oh, schön, da gibt es auch Zeug. Sehr gut. Überall gibt es hier Sachen zu horten. Oh, ich habe da, glaube ich, gerade... Naja. Ich habe da gerade irgendwie die Steine weggeschippert. Naja. Ich packe mal weg. Was ist denn das hier? Hier ist leider niemand. Da könnte ich schaufeln. Kommen wir mal gerade nicht ran. Wir nehmen alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist, würde ich sagen. Oh, guck mal. Dadurch kriegen wir sogar Rezepte. Okay, jetzt sammle ich erst recht alles ein. Wenn ich dadurch coole Sachen kriege. Wir haben ganz viele Holzmöbel bekommen, weil wir diese Äste aufgesammelt haben. Okay. Weg damit. Oh Gott, das wird dauern. Ich mache mal nicht alles. Wir gehen mal weiter. Ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Tag hier rumzustehen. Noch eine Kiste. Das war ein Kleiderbeutel, oder? Warte mal. Die mache ich mal gleich auf, weil ich sonst vergesse. Gelbe Schüchchen. Ja gut, passt vielleicht nicht ganz zu unserem Outfit. Weiß ich nicht. Ah, ich kann E oder linke Maustaste. Okay, das macht es natürlich einfacher. Oh, wen haben wir denn da? Warte, ich helfe dir, Donald, ja. Entschuldigung, Dagobert. Übrigens, das fand ich eigentlich ganz cool. Einer meint... Hallo! Oh. Moment, ich erzähle kurz zuerst. Tatsächlich habe ich gar nicht dran gedacht, warum können wir eigentlich nur Menschen sein? Bei einem Kommentar hieß es, es wäre ja auch cool, wenn man zum Beispiel ja so jemand hier sein könnte. Ich hätte mir auch super gerne eine Daisy oder eine Minimaus oder, weiß ich nicht, ein weibliches Bambi gemacht oder so. Oder eine Nala, hätte ich auch voll cool gefunden eigentlich. Aber ich verstehe schon, man kommt ja eigentlich aus der richtigen Welt und ist natürlich ein Mensch, deswegen wahrscheinlich, ja, keine andere Figur. Na gut. Ugh, du hast mich ganz schön erschreckt. Weißt du nicht, dass man sich nie an eine Ente heranschleicht, während sie über ihre Investitionen nachdenkt? Oh, ich bin Lenfi und... Bist du Dagobert Duck? Ja, das bin ich. Du kennst mich sicher aus den Wirtschaftsnachrichten. Ha! Aber mein Geschäft läuft zurzeit nicht so gut. Sieh dir nur meinen Laden an. Ja, ganz ehrlich, das ganze Dorf ist in einem echt erbärmlichen Zustand. Ja, mag sein. Aber davon darf man sich nicht entmutigen lassen. Ein wahrlich visionärer Geschäftsmann kann aus jeder Situation Profit ziehen. Nachdem sich der Himmel verfinstert hatte, haben die meisten Dorfbewohner das Dorf verlassen. Es erschienen immer weniger Kunden, bis niemand mehr kam. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo sie alle hin sind. Ich weiß noch, dass ich blieb, um mich um meinen Laden zu kümmern. Und um mein Geld natürlich. Danach, ja, danach wurde ich durch die Nachtdorn hier eingesperrt und mehr weiß ich eigentlich nicht mehr. Aber so wie das Glitzern von Gold in der Sonne, fange ich langsam an, mich daran zu erinnern, wie das Dorf früher war und an all die zahlreichen Investitionsmöglichkeiten. Ja, also ich, ganz ehrlich, ich würde mich gerne beteiligen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, so viel ist sicher. Vielleicht können wir eine Abmachung treffen. Dann lass mal hören. Ich mache dir ein Angebot, Lenfi. Wenn du mir hilfst, genug Sternenmünzen zu verdienen, um meinen Laden wieder aufzubauen, dann sorge ich dafür, dass er mit allem ausgestattet ist, was du brauchst, um das Tal wieder aufzubauen. Goofy hatte früher einen Laden auf der Wiese südlich von hier. Ja. Er könnte sicher deine Hilfe gebrauchen. In Geldfragen kennt der Bursche sich nicht besonders gut aus. Wenn du doch nur die Felsen beseitigen könntest, die den Weg zur Wiese versperren. Wenn du das schaffst. Finde Goofy und hilf ihm, wieder ins Geschäft zu kommen. Danach kannst du mir bei meiner großen Wiedereröffnung helfen. Und wie ich sehe, hast du eine Karte dabei. Vergiss nicht, sie zu benutzen, wenn du dich im Dorf zurechtfinden willst. Freundlichen Dank. Dankeschön. Okay, dann drücken wir doch mal M. Halt. Den Dingen einen Sinn geben. Oh. Mit Kapitalismus. Okay. Ich nehme mal kurz hier die Sachen auf und dann gucken wir nochmal auf die Karte. Also, hier ist Merlin. Mickey Maus. Und Dagobert. Mehr sehen wir hier noch nicht. Okay. Okay, ich sehe schon. Von einer Aufgabe zur nächsten hier. Ich guck mal kurz, ob hier noch irgendwo Kisten zu finden sind. Was ist denn das da? Oh, was liegt denn da?
einer Erinnerung. Ein Puzzleteil. Ah. Okay. Überzeugt den berühmten Dagobert Duck, ein Geschäft in unserem Dorf zu eröffnen. Er plant. Er sagt, er sei sicher, dass es eine gute Investition sein wird. Wer hat ihn überzeugt? Mickey Mouse wahrscheinlich. Okay, also es gibt auch solche Fragmente zu finden von irgendwelchen Briefen. Was haben wir denn hier? Achso, hier haben wir nur andere Sachen gefunden. Okay, sammeln, Zutaten, na gut. Irgendwas hatte ich auch vorhin gesehen. Oh Gott, entferne... Ah, wir kriegen auch so naja, diese Dinger, wo ich noch nicht mal weiß, was wir damit machen. Durch Sachen tun, okay. Also das hier kriegen wir alles schon. Das hier noch nicht, ne? Nee. Okay, jetzt haben wir 100 von diesen Dingern. Ich weiß wirklich nicht, wofür. Wir werden es rausfinden. Hier haben wir auch noch was. Reparierer Häuser, wahrscheinlich unser eigenes. Dann gibt es ja auch noch diese Eventaufgaben. Sternenfahrt zum Pixarfest. Seit 3 Jahren bringt das Pixarfest Fans aus der ganzen Welt zusammen, um das Animationsstudio zu feiern, das uns einige der kultigsten und denkwürdigsten Figuren der Welt beschert hat. Aber dieses Jahr kannst du das Fest direkt hier in Dreamlight Valley genießen. Erfülle deine festlichen Aufgaben, um die kultigen Token zu sammeln und erhalte stylische neue Looks, die von den Kreationen der Pixar-Animationsstudios inspiriert sind. Begib dich auf eine Reise entlang des Sternenfahrts und feier das Pixarfest im Spiel mit deinen Lieblingscharakteren von Disney und Pixar. Wir sehen uns im Tal. Pixar wurde ja von Disney übernommen. Okay. Premium freischalten. Was? Endet in 3 Tagen. Ich weiß gar nicht. In 33 Tagen. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Fühle mich gerade ein bisschen wie bei Genshin das erste Mal. Aktiviere den Premium-Sternfahrt, um mehr Aufgaben zu erledigen. Auf einmal. Okay. Nee, lassen wir erstmal. Was habe ich hier? Gott. Dafür brauche ich komische Sterne. Ach, das sind die Tokens. Und dann kriegt man... Oh, das ist ja süß. Ja gut, dafür müsste man jetzt wahrscheinlich die Premium-Version haben, wenn ich das hier richtig sehe. Sowas muss ich ehrlich sagen, finde ich sehr fragwürdig. Also wenn ich jetzt eine andere Spielversion kaufen muss, nur damit ich im Spiel dann solches Zeug hier kriege. Ja, kann man drüber streiten, ob man das so geil findet oder nicht, wenn jetzt bestimmte Inhalte ja für uns quasi gesperrt sind. Also das hier finde ich schon echt gemein, dass ich das nicht kriegen kann und auch das hier. Naja, gut. Es sind schon coole Sachen dabei, aber tatsächlich die coolsten sind Premium, das muss man ehrlich sagen. Hier der Buzz Lightyear-Anzug. Wie gemein eigentlich. Ja, oh, auch das Premium. Auch natürlich, dieses schicke Motorrad ist auch Premium. Naja. Oh, ich liebe den Film einfach total. Ja gut, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so drin, um mich jetzt damit, glaube ich, auseinanderzusetzen, ehrlich gesagt. Wo sind diese Event-Dinger? Entferne Nacht. Achso, das sind die Event-Aufgaben. Verkaufe Gerichte, baue Topaz ab. Ja gut, 33 Tage haben wir Zeit. Also können wir uns vielleicht ein andermal noch mit beschäftigen. Wenn wir auch im Spiel mehr angekommen sind und hier durchsehen. Noch habe ich das Gefühl, muss ich erstmal gucken, was hier überhaupt los ist. Oh, hier haben wir die Spitzhacke. Okay, die Geräte kriegen wir aber wirklich geschenkt, ne? So, jetzt sind wir Herrscher bei Dreamlight Valley, würde ich sagen. Immer haben wir die Spitzhacke aus dem Stein gezogen. Merlin freut sich. Ich finde es voll cool, dass Merlin hier der ist, der einen einführt irgendwie. Ich habe das schon ewig nicht mehr geguckt und ich habe jetzt richtig, richtig Lust. Oh, ist ja auf einmal so hell. Ja, ich habe jetzt richtig Bock, tatsächlich nochmal, wie hieß denn das eigentlich, der Film? Oh Gott. Ich weiß es gar nicht mehr. Tatsächlich kann ich mich nicht an den Filmnamen erinnern, aber ihr wisst ja alle, worum es geht. Kleiner Junge, Camelot, Schwert im Stein, Merlin der Zauberer und die böse Hexe. Irgendwie so heißt er, glaube ich. Irgendwas mit der Hexe. Wie gesagt, lange nicht mehr geguckt, aber ja, die alten Filme waren einfach die besten. So, Merlin, bist du happy? Du bist hier. Gemacht, ja. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Himmel, du hast die Spitzhacke aus dem Stein gezogen. Oh, und sieh, jetzt wo die verzauberte Spitzhacke wieder in den Händen einer würdigen Person ist. Die verdammte Dunkelheit, die über dem Tal lag, ist endlich verschwunden. Ja, ganz ehrlich, nenn mich Heldin des Dreamlight Valleys. Nein, ich fürchte, man kann nicht einfach entscheiden, ob man ein Held ist. Das ist ein Titel, der einem von seinesgleichen verliehen werden muss. Mano.
Aber ich weiß, dass du ihr viele große Taten vollbringen und dich als würdig erweisen wirst. Oh. Die Spitzhacke ist nur eines der Werkzeuge, die dir auf deiner Reise helfen werden. Damit kannst du nicht nur Edelsteine finden, sondern auch Felsen und Steine durchbrechen, um das Tal zu erkunden. Ich sehe jetzt, dass es dein Schicksal ist, große Veränderungen in unserem Dorf herbeizuführen. Ja, was denn für Veränderungen? Das liegt komplett in deiner Hand. Du hast deine Reise bereits angetreten. Deinetwegen erinnere ich mich daran, wie Dreamlight Valley einmal war und wie es in Zukunft sein kann. Wir haben so viel verloren, weißt du? Nicht nur Erinnerungen und Werkzeuge, sondern auch Magie und Freundschaft. Diejenigen von uns, die geblieben sind, als das Vergessen begann, sind verstreut und einige sind sogar gefangen. Es liegt an dir, sie zu finden. Und jetzt sofort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Huch, halt. Ich wollte eigentlich hier reingucken. Achso, hä? Wie? Dann komme ich einfach ins Menü. Moment, ich gehe mal hier hin. Ja, tatsächlich. Ja, Äpfel gesammelt. Schön. Da kommen wir einfach auch ins Menü. Na gut. Okay, sieht gleich viel schöner aus, oder? Tatsächlich. Ja, gut. Die Ranken sind halt noch da. Und der ganze Schrott und Müll und... Naja. Wird schon. Wir machen uns das hier noch schön. Ist halt die Frage... wir sind gerade am Folgenende, deswegen mache ich mal ein bisschen langsamer. Ist halt die Frage, ob wir das alles zusammen machen müssen. Also hier dieses ganze Ranken entfernen, können die natürlich auch alleine machen. Ich glaube, wenn ich... Also das ist wirklich viel, ne? Da stehen wir, glaube ich, hier eine Weile rum. Gut, ich kann auch viel erzählen nebenbei. Ich kann auch über Disney-Filme reden oder Songraten machen oder so. Aber ja, weiß ich nicht. Ist eine Menge. Überlege ich mir, glaube ich, mal. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich den ganzen Mist hier mal alleine wegräumen soll. Oder ob ihr das unbedingt, ja, in einer 30-Minuten-Folge wahrscheinlich sehen wollt. Ach, guck mal, sogar die Eichhörnchen sind wieder niedlich. Ach, schön. Also die sind gar nicht mehr so schwarz-tintig. Lustigerweise auch mit der Dunkelheit hier und den Dornranken musste ich auch ein bisschen an Kingdom Hearts natürlich denken. Ich hatte fast ein bisschen Angst, dass es ein Abklatsch quasi wird, also wie ein verniedlichteres Kingdom Hearts. Aber gut, hier fehlt tatsächlich sehr der Square Enix Touch. Also das merkt man, das ist schon eher Disney. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, lustigerweise erst durch eine Freundin, ist mir erst selbst gar nicht so aufgefallen. Ich habe noch rumgemeckert bei den ganzen Figuren. Darauf wollte ich einfach noch mal kurz hinweisen tatsächlich, weil es tatsächlich, wir reden hier von Disney, ne? Einem, also Filmen, wo ständig total schlanke Frauen eigentlich, Prinzessinnen rumlaufen mit dünnster Taille, dünnen Beinchen und so weiter. Also eigentlich immer diese kleinen Mädchenkörper, ganz schlank und schlank und schlank und schlank. Und tatsächlich hier bei dem Spiel hat man ja tatsächlich in der Auswahl, habt ihr gesehen in der ersten Folge, mal Figuren, die tatsächlich normal aussehen. Also nicht mini zusammengepresste Taille, wo man sich fragt, wo die Organe da eigentlich hingehen und so. Wirklich mal auch ganz normale Figuren, sogar ein bisschen molliger, finde ich super. Da muss ich wirklich sagen, ich finde das toll, dass man hier mal ein bisschen mehr Auswahl hat. Und auch sich selbst tatsächlich einfach mal wirklich ein bisschen darstellen kann und nicht nur so komische, nee, noch nicht mal Topmodel. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, die meisten Disney-Figuren sehen so aus, als könnten die gar nicht leben. Nicht so schlimm wie One Piece vielleicht am Ende, aber ja, das wollte ich einfach nochmal positiv tatsächlich hervorheben, weil es mir selber erst gar nicht so aufgefallen ist. Ja, dann schön, dass ihr auch in dieser Folge dabei wart. Ich bin auch echt erstaunt, wie gut das ankommt. Also wie viele Aufrufe die erste Folge hatte, bin ganz erstaunt noch darüber. Also ich bin, ja, und auch die positiven Kommentare. Also ja, schön, dass ihr alle hier seid und willkommen an die Neuen, die vielleicht durch dieses Let's Play jetzt hier sich auf den Kanal verirrt haben und auch bleiben. Herzliches Willkommen an alle. Und ja, dann hoffentlich bis zur nächsten Folge. Gott, ist das jetzt schön hier. Wenn die Dornen erstmal weg sind, das wird so schick werden. Na gut, dann ja, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye!